Streife 60, Q2, am Fahrstrahl. Fünf. Danke dir. Der zählt halt wirklich nicht. Du hast mir mein Bot immer im Chat angezeigt, das macht der aber leider nicht mehr. Da sind welche. Meine Güte, muss man hier wieder außen rumgehen hier. Ist doch die Omerta, oder? Hier kenn ich doch 3 Meter gegen Wind. Wieder schlammige Füße. Ja. Na super. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Hallo. Was macht ihr denn hier so, mit so schönen Anzügen? Ja, im Schlamm. Im Schlamm. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir ein etwas größeres Anwesen besitzen. Das ist allerdings so. Wir haben da einen großen Teich. Und dieser Teich ist so leblos. Da ist nichts. Das ist einfach tot. Wir wollten den haben ein bisschen. Sie das richtig angerichtet, weil normal kommen so Vegetation von selbst. Ja, aber keine Tiere. Also wir haben das halt alles eingezäunt. Da ist eine Lagune, da ist alles da. Fische haben wir auch schon. Was halt fehlt, ist noch so ein paar Fröschlein, die da schön abends ein bisschen rumquaken. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, es gibt doch hier Frösche im Überfluss und die leben alle unter extremst schlechten Lebensbedingungen. Leben in so komplett verdrecktem Wasser. Ja, werden dauernd gestört. Das ist perfekt für die Fröschchen. Ja, dass sie dauernd gestört werden, ja nicht. Das nicht? Und bei uns hätten sie ihre Ruhe. Können sie sich einfach entspannter ihr Plätzchen in der Lagune suchen, am Tag auf der Wiese rumhüpfen. Alles gar kein Problem. Wir wollten ja jetzt auch nicht viele mitnehmen. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viele haben wir? 12, 13, 14? Ja, wie viele wollen sie denn da bei ihrem Teich aussetzen? Ja, der ist groß. Die Sache mit Fröschen ist, die sind gar nicht so dumm, die Tierchen. Wenn man die da aussetzt, wird ein Großteil wieder sich Richtung Sumpf aufmachen und weg springen. Ja, und wo genau ist Ihr Anwesen, wenn ich fragen darf? Im Richmond-Viertel, die riesige Villa. Da haben wir tatsächlich zwei so Sumpf, naja, das heißt Sumpf, also zwei Teiche. Und da wollten wir halt ein paar Frösche aussetzen. Ja, aber stellen Sie sich mal vor. Und wenn Sie jetzt denken, dass die Frösche wieder zurückhüpfen, die müssen so weit hüpfen. Vor allem müssen sie halt über Straßen hüpfen. Und wenn da ein Auto kommt. Mal eingehen. Man kann ja leider hier nirgends Kaulquappen kaufen, sonst hätten wir die einfach uns da in den Teich gesetzt. Ja, und somit gehen sie dann das Risiko ein, dass die Frösche überfahren werden. Ja, das werden sie so oder so. Also, sie können mir nicht erzählen, dass sie nicht über die Hauptstraße gefahren sind und noch nie einen armen, wehrlosen kleinen Frosch überfahren haben. Das zum letzten Mal quack und am Reifen gemacht. Ja, aber wenn sie jetzt hier leben, zum Beispiel, ne? Da müssen sie ja nicht auswandern. Wir machen es aber ja rein technisch gesehen trotzdem. Die springen ja trotzdem überall hin. Und erforschen ein bisschen Moment, die Umgebung. Ich hab ein Telefon. Ich hab auch eins. Ich hab sogar zwei. Ja, bei der Mama. Weiß nicht, haben wir eigentlich jetzt schon genug da drin? Ja, ich, also, sagen, das sollte reichen. So. Und Sie wollen die Fröschchen aussetzen. Bei Ihnen am Teich. Das ist korrekt. Wenn Sie wollen, können wir den Teich auch gern zeigen. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Dann wollen wir einen Termin ausmachen, oder? Ja, wann fahren Sie denn von hier los? Ja, jetzt. Jetzt. Dann direkt zum Teich. Ja, was sollen wir sonst machen? Sollen wir die jetzt noch auf dem Qualdi-Parkplatz stehen lassen und dann sterben die bei 30 Grad gucken, oder was? Wie sie ihre Tierchen da zumindest transportieren wollen. Ja, das können wir machen. Wir haben da hinten ein paar Becken drin. Lassen wir es mal machen. Ja. Bisschen dunkel hier, ne? Ja, gut. Licht ist jetzt nicht das, was die Tiere unbedingt brauchen. Das ist ja auch nur ein Aufenthalt von vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Der pH-Wert so? Wo haben Sie das Wasser her?
Das Wasser ist aus unserem Teich. Okay, Sie wissen aber schon, wenn man Frösche bzw. Fische umsetzt, dass man die vorher eingewöhnen muss an das Wasser. Frösche auch? Ja, Frösche auch. Gut, das schreibe ich direkt auf. Ja, wir müssen quasi jetzt Wasser von dem Sumpf hier mitnehmen und dann langsam in das andere Becken eingewöhnen. Und langsam Erik, nehmen wir wieder alle paar Stunden ein bisschen Wasser hinzu. Dann warte, dann hole ich mal ein paar Eimer. Das wäre perfekt. Wie viel insgesamt brauchen wir denn circa? Ja, wir haben da jetzt vier große Becken. Wie groß ist Ihr Becken? Unser Becken und uns? Boah, das sind schon groß, die beiden, die wir haben auf dem Anwesen, ne? Ja. Eine müsste locker so. Eigentlich müssten sie ungefähr die Menge an Wasser nutzen, die sie auch dort haben. Und dann. Ja, dann holen wir am besten einfach mal einen Tanker hierher, oder? Nee, also im Endeffekt läuft das so. Wenn Sie jetzt hier Sie haben ja hier drin so einen Container, was ich gesehen habe, wo Sie die Frösche reinsetzen. Ja, so vier Becken, ja. Ja. Und in den Container füllen Sie einfach ein bisschen Sumpfwasser von hier und vermengen da immer wieder ein frisches Wasser von eurem Sumpf. Okay, über wie lange Zeit? So genau weiß ich das bei Fröschen nicht, aber machen Sie einfach in der Stunde einen Liter oder so. Okay. Alles klar, schreibt mit, Opa. Ja, ist ja gut, ich bin alt. Brauch ein bisschen, bis der Stift wieder funktioniert. Oh. Besser, also, weil dann sind einmal die Überlebenschancen... Wie viel war das jetzt? Einmal ein Liter. Wasser ein Liter. So. Ja. Okay. Hat man Liter mit R oder ohne R? Ja, Liter. L-I-T-I. Also nicht Liter, also mit A am Ende. Nee. Liter. Okay. Liter. Ist sortiert. Sehr gut. Dann nehmen Sie noch ein bisschen halt Wasser von hier mit. Dann würden wir Sie gleich einfach begleiten, oder, Kollege? Ja, natürlich. Können wir machen. Ja, gut. Wunderbar. Aber ich glaube, ich muss nur kurz den Reifen wechseln, weil wir haben kaum alles klar. Oh. Jo. Ungünstig. Ja, dann, Eric, wollen wir eben kurz Wasser und ja, so? Ja, jo. Ich